Jo Leute, willkommen zurück zu EVE Online. Ja, heute ist es knappe 12 Stunden zu spät. Ja, ich weiß, ich habe mich vertan mit der Zeit, wann ich heute heimkomme. Ich habe noch eine Sitzung reingedrückt bekommen. Deswegen kam es heute später. Es wäre eh später gekommen, weil es auch noch ein riesen Update gab. Kyrnax kam raus, oder Karnyx, wie man es auch immer ausspricht. Genauere Sachen habe ich jetzt nicht parat, müsste ich mir jetzt googeln, aber ich bin ja hier Tutorial-Videos zu machen und keine Update-Videos, das könnte ich eigentlich auch machen. Gute Sache eigentlich, fällt mir gerade so ein. Warte mal, ich mache mal die Lautstärke mal ein bisschen lauter, dass ihr ein bisschen Sound habt. Oh. Weil wenn ich selber spiele, mache ich die mal runter, weil ich den Sound nicht so mag. Aber fürs Video ist es angenehmer, ein bisschen Hintergrundmusik zu machen. Ja, was kommt heute auf euch zu? Das Guild-System bei EVE Online. Haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet gehabt, kurz. Es gibt ja hier beim, wenn man hier auf seinen Charakterübersicht geht, der erste Reiter ist ja die Skill-Übersicht. So. Was bedeutet Skill? Also, um hier Beispiel, was haben wir denn? Schönes Schiff. Ja, meine Minato. Also, das ist ein Schlachtschiff. Um dieses zu fliegen, müsst ihr hier auf, also Rechtsklick drauf, dann könnt ihr die verschiedenen Sachen machen, könnt es umbenennen. Über Infos bekommt ihr Infos zu dem Schiff, welche Bonus das Schiff hat. Ja, die Beschreibung, ist immer so ein schöner Text zu jedem Schiff, ein eigener Text, immer variabel. Mein Schiff ist beispielsweise auch nicht versichert, muss sie auch noch machen. Dann kriegt ihr die Strukturangaben, Kapazität, Drohnenladekapazität, Drohnenbandbreite, wie viele Drohnen ihr gleichzeitig einsetzen könnt. Jede Drohne hat ihre eigene Bandbreite. Kommt noch alles kein nicht verrückt werden. Ja, die Masse von dem Schiff, knappe 1 Million Kilogramm. Das Volumen, aufgebaut und verpackt. Wenn man es transportieren will, kann man es auch packen. Das ist kleiner, zerlegt sozusagen. Trägheitsmodifikator, die Sch Hülle, Panzerung, Schild, Energiespeicher, verschiedene Hüllenpunkte und so. Schildladekapazität, Zielaufschaltungsreichweite und. Ja, diese Sachen kann man alle verbessern. Da habt ihr noch die Ausrüstung. Ja, so, da wollte ich hin. Voraussetzung. Um dieses Schiff zu fliegen, müsst ihr diese ganzen unteren Skills haben. Also erst Spaceship Commander, dann einmal Fregatte, Zerstörer, Kreuzer, Schlachtkreuzer und dann das Battleship. Jeder dauert verschieden lang, fängt bei Stufe 1 an und geht dann immer weiter hoch. Ja, hier habt ihr noch die verschiedenen Varianten. Es gibt ja noch Tech 2 und Fraktions Apokalypsen. Industrie. Was man braucht, um eine zu bauen, wird ja alles jetzt verdoppelt. Ich habe es, glaube ich, noch zum alten Preis bauen können, Gott sei Dank. Und die Lackierung, das ist neu dazugekommen. Spielerei. Jeder machen, wie er will. So, Skills. Das Spiel ist so aufgebaut, dass man für alles eigentlich einen Skill braucht. Kann man kaufen bei den NPCs, also da braucht ihr euch keine Sorgen. Jeden Skill gibt es oft genug. Man kann alle Skills kaufen und erlernen. Um alle Skills auf voll auszulernen, braucht ihr nur knappe 20 Jahre Realzeit. Also keine Spielzeit, sondern Realzeit. 20 Jahre. Ist Humbug, weil kein Mensch braucht jeden Skill auf 5. Einfach unnötig. Außer man hat ewig Zeit und irgendwann mal Langeweile. Also ich habe jetzt 122 Skills erlernt. Das sind 6,3 Millionen Skillpunkte. Ja, wenn ich ein bisschen zurückgehe in EVE-Zeit, früher hat man die Skillpunkte verloren, wenn sein Schiff abgeschossen wurde und du deinen Klon verloren hast, wenn du es nicht versichert hast, aber das haben sie alles geändert. Gibt es jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Deswegen, ja. So, zu dem Skill-System gibt es hier verschiedene Stufen, also Level. 1 bis 5. Jedes Level dauert unterschiedlich lang, kommt auch immer, hängt auch immer von den Skills ab. Manche brauchen nur ein paar Minuten. Also die Stufe 1 dauert immer so zwischen, ich sag mal, 15 und 45 Minuten und danach steigert sich das exponentiell. Beispiel der dauert jetzt auf Stufe 3 16 Stunden, Stufe 4 ein Tag 13 Stunden. Dann haben wir hier Trade auf Level 5 dauert 4 Tage. Es braucht nochmal einer auf Level 5 zu bringen. Beispiel Elektronik Upgrades braucht 8 Tage.
Weapon Upgrades auf Level 5 9 Tage. Das ist immer unterschiedlich, je nach Skill und Funktion des Skills abhängig. Ja, was braucht ihr jetzt für einen Anfang? Am Anfang braucht ihr auf jeden Fall mal Drohnen. Dass ihr überhaupt mal Drohnen steuern könnt. Das ist wichtig für Bergbau, wenn man bergbaut, um wenigstens ein bisschen gegen die Beltratten, das sind die Drohnen, wo im Belt rumfliegen, ein bisschen geschützt zu sein. Zwei Drohnen reichen da vollkommen. Umso höher die Skill ist, umso mehr Drohnen könnt ihr. Bei Level 5 könnt ihr 5 Drohnen gleichzeitig im Weltraum befehligen. Sehr praktisch. Dann gibt es natürlich die unterschiedlichen Unterskills noch. Light-Drohnen, Medium-Drohnen, Heavy-Drohnen. Dann Amar, spezielle Drohnen, das sind die Level 2 Drohnen dann. Slavager-Drohnen und Mining-Drohnen. Mining-Drohnen bauen, helfen Erze abbauen. Slavager-Drohnen tun Fracks leer machen. Kommt auch noch weiter. Dann gibt es hier noch elektronische Systeme. Davon braucht ihr am Anfang nichts. So. Handel braucht ihr, außer ihr spezialisiert euch auf Handel, dann würde ich euch empfehlen, hier ziemlich viel zu skillen, weil Accounting tut die Transaktionssteuer senken, Broken Relations auch die Kosten beim Auftrag erstellen. Contracting erlaubt euch mehr Kontrakte zu erstellen. Also am Anfang könnt ihr, glaube ich, nur 3 oder 4 erstellen. Das erhöht sich bis bei Stufe 5 auf 21. Dann könnt ihr mit Retail könnt ihr das auch nochmal erhöhen. Und weil die großen Trader, die können ja zig Aufträge haben, um so ihre Milliarden an ISK zu verdienen. Und dann gibt es ja diese Skills, wo dann die Kosten und alles senken. Ingenieurwissen braucht ihr am Anfang auch. Auf jeden Fall CPU-Management, um eure CPU zu erhöhen. Und. Also da lest ihr euch immer müsst ihr euch abstimmen, auf welche Richtung ihr gehen wollt. Wenn ihr eher auf PvP, müsst ihr mehr auf Ingenieurwissen machen und auf Waffen, wie Lenkwaffen, Laser und so weiter, Waffenkunde, Sharpshooting. Da habe ich halt viel jetzt investiert auch, oder relativ viel in Energietorrents, weil ich viel mit Amar fliege, die haben viel Laserwaffen. Hätte ich jetzt mehr Minmata, die haben mehr Missiles oder Raketen und so weiter und so fort. Ich bin auch sehr am Mining dran, deswegen sind meine Mining Skills auch relativ hoch, weil ich auch viel am Minen bin. Müsst ihr diese erhöhen, dann kriegt ihr immer ein bisschen mehr Ausbeute, so dass es auch sich lohnt, Erze zu veredeln, weil ich am Anfang euch empfehlen werde, die Erze, wo ihr abbaut, direkt so unveredelt zu verkaufen, weil ihr kriegt mehr Geld für die Roherze als für die Veredelung, weil ihr macht einfach zu viel Verlust am Anfang, wenn ihr anfangt, das Spiel zu spielen. Also immer dann die Erze roh verkaufen, bis ihr euch mal gewissen Skill angeeignet habt, und dann könnt ihr euch das auch machen. Hier seht ihr mein Raumschiffkommando, was man machen kann. Ich fächere meins momentan ein bisschen auf, dass ich auch Kaldari, Galant und Minmanta Sachen fliegen kann, weil, wie gesagt, jede Spezies hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Deswegen immer schön breit fächern, wenn man eine Weile spielt und ein bisschen Zeit hat, kann man den Skillist dann auch aufsplitten. Ja. Wie ihr habt gesehen, es dauert ja alles eine gewisse Zeit, um dies zu machen. Habt ihr euch einen neuen Account gekauft? Bekommt ihr, ich habe es damals nicht gewusst gehabt, weil ich nicht aufgepasst habe, dieses Prototyp Cerebral. Das kann richtig geile Sachen. Es beschleunigt das Lernen. So einfach ist es erklärt. Wenn ihr das Zeug nehmt, beschleunigt ihr euer Sachen schneller, Skill zu erlernen. Dieses geht aber nur in den ersten 14 Tage. Also nur, wenn ihr es da einsetzt, lohnt es sich. Wenn ihr älter seid, also euer Account älter ist, lohnt es sich nicht mehr, das einzusetzen, weil es keinen Effekt mehr hat. Ich habe es damals nicht gewusst. Deswegen habe ich es nicht benutzt und besitze es noch. Ich kann es aber auch nicht verkaufen, weil
Es bringt ja nichts, das zu verkaufen, weil die Anfangsspiele einfach kein Geld haben dafür. Doof, ja. Hier. Und ihr könnt es noch ein bisschen beschleunigen. Ihr habt hier Attribute. Das ist der dritte Reiter. Und wenn man einen neuen Account erstellen hat, kann man zweimal umsortieren. Das bedeutet, man kann seine Punkte hier ummappen, so dass Beispiel Intelligenz und Gedächtnis mehr Punkte bekommt und dann skillt ihr schneller, dann erhöht eure Skillkraft. Dafür werden aber andere Sachen wie Ausstrahlung, Willenskraft und Auffassungsgabe geringer. Und das braucht ihr halt für Ausstrahlung, Beispiel für Missionen annehmen, dann kriegt ihr mehr Geld, wenn ihr da mehr habt. Ja, das ist eine Möglichkeit, die Skillzeit zu beschleunigen. Die zweite sind diese hier, Verbesserung, solche genannte Implantate. Die pflanzt man euch in den Kopf und dann haben die solche Effekte. Dieser Beispiel hat 3 plus 3 auf Bonus Gedächtnis, also schnelleres Lernen. Dann habe ich diesen hier eingebaut, habe ich glaube ich geschenkt bekommen. 3% auf, 3 auf Willenskraft, schneller Geschwindigkeit, Bonus auf andere, bla bla bla, nicht so wichtig. Und hier nochmal 3 auf Intelligenz. Diese Dinger sind unterschiedlich teuer. Ihr könnt's, gibt's auch verschiedene Levels, seht ihr ja, Slot 3, 4. Um diese einpflanzen zu können, braucht ihr wiederum einen Skill. Wie gesagt, hier beruht alles auf Skills, das ist neurale Verbesserung. Kybernetik-Implantate. Und ja, dann könnt ihr euch Implantate einsetzen. Und wenn ihr auf Voraussetzungen geht, seht ihr immer, was ihr da braucht. Ihr braucht Science Level 4, um dieses zu machen. Ja, und jetzt kann ich mal hier hingehen. Commander Sender Upgrade. Man braucht keine Voraussetzungen. Planetologie. Ach, hat Voraussetzungen. Science Level 4, Remote Sensing Level 3 und Science Level 3. Um diesen Skill zu erlernen. Und so weiter. So baut sich das System in Eve auf. Und dann passt und so, ja, funktioniert Eve eigentlich. Man lernt immer, um bessere Waffen zu bekommen. Wenn man das so pauschalisieren will. Und man lernt nie aus. Wie gesagt, die ganzen Skills auf 5 zu bringen, aufs Maximum, dauert 20 Jahre. Alle Skills, wo es gibt. Und ja, aber das macht keiner, weil es einfach unnötig ist. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, die Implantate, die verliert ihr auf jeden Fall, wenn ihr stirbt, also aus eurem Pod rausgeschossen wird, verliert ihr die, weil die ja bei diesem Klon eingebaut sind. Und wenn dieser Klon dann stirbt, werdet ihr einen neuen Klon, der hat ja keine Implantate. Deswegen gehen diese dann verloren. Also immer aufpassen, wenn ihr beispielsweise in ein Wurmloch fliegt oder ins 00 oder ins Low-Sec, ob ihr euch das leisten könnt, eure Implantate zu verlieren. Sehr überlegenswert. Ich habe schon sehr teure Implantate verloren, weil ich einfach nicht aufgepasst habe oder nachgedacht habe. Das müsst ihr euch immer bedenken. Fliegt nie mit dem, was ihr nicht verlieren könnt oder ersetzen könnt. Deswegen aufpassen. Ja, das war's auch für heute dann. Beim nächsten Mal, was machen wir beim nächsten Mal? Gehen wir raus. Also dann will ich euch endlich mal rumfliegen. In meine Umgebung hier, wo ich immer tätig bin. Ein bisschen Missionsrunning mal machen. Wir haben ja Mission. Ja, kann eine Mission annehmen. Dann machen wir beim nächsten Mal ein Missionsrunning. Das wird aber, schätze ich mal, ein bisschen gespeedet sein. Werde ich auch weniger schwätzen. Und das Video beschleunigen im Zeitraffer, weil das je nach Mission länger dauern kann und das muss ihr euch nicht nur voll länger antun. Nur, dass ihr mal seht, wie das funktioniert. Das Kampfsystem von Eve. Aber das seht ihr euch beim nächsten Mal am Samstag am besten an. Bis dahin, schöne Woche noch und ich bin raus. Tschüss.